und herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal bei Mika Caravan in Dinkelsbühl. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr wieder da seid. Vielen Dank dafür, für euer Zeit und dass ihr euch interessiert für Dinge, die wir euch näher bringen wollen. Heute machen wir mal eine kleine Technikgeschichte in unserer Werkstatt. Wir haben wieder aktuell zwei Fahrzeuge da. Eins davon kennt ihr vielleicht schon, ein grausames Unterfangen, aber auch das bekommen wir wieder hin. Eins haben wir heute fertig gemacht, Vorteile, Nachteile möchte ich euch einfach mal mit zeigen, wie wir es gemacht haben, wie wir es angestellt haben. Und ich würde sagen, ich mache das ganz kurz und schmerzlos, ich nehme euch auf die Hand. Nee, wir schnippen uns einfach mal kurz rüber und dann geht es schneller wie das Laufen und Handnehmen, sondern wir machen einfach Schnipp und dann sind wir schon drüben. Also, bis gleich. Jo, so, schon sind wir hier in der Werkstatt und auch schon direkt ins Fahrzeug geschnippt und können hier auch gleich loslegen. Hier haben wir einen Maxvan verbaut. Bei dem Fahrzeug ist eine tolle Geschichte, dieser Maxvan. Ich sage es immer wieder, er lässt sich einfach super gut justieren, einstellen mit der Fernbedienung. Natürlich gibt es dann auch noch mit Rollo, wenn man das möchte, oder ohne, wenn man das möchte, ganz egal. Klappe auf. Man kann ihn auch beim Regen einsetzen. Das ist der große Vorteil. Und ja, ich finde das Teil richtig cool. Wir haben unsere Klimaanlage rausgeschmissen und haben auch so einen Maxvan verbaut. Ich bin mega happy. Der Vorteil von dem Gerät ist einfach, ich kann ihn auch nutzen im Autarkbetrieb, wenn ich 3-4 Tage frei stehen will, überhaupt kein Problem, weil der läuft mit 12 Volt, hat relativ wenig Stromverbrauch und somit kann ich den Tag und Nacht laufen lassen und schafft es auch im Fahrzeug die Temperatur um ca. 3 Grad zu senken. Ich will jetzt nicht sagen 4, aber 3, ja, bis 4 kann man ruhig die Temperatur runtersenken. Und das Schöne ist ja, das Wichtige ist ja die Luftbewegung in dem Fahrzeug. Ich saug die Luft raus und die frische Luft kommt nach und somit ist automatisch natürlich, wie bei stehender Luft, die sich ja hierherin noch zusätzlich aufheizt, dementsprechend immer Bewegung drin und dadurch kühlt einfach die Luft ein bisschen runter, macht sogar 3-4 Grad aus und das ist ja schon enorm. 3-4 Grad spürt man ja schon, auch die Luftbewegung spürt man und somit hat der Maxvan schon echt Vorteile. Wichtig beim Verbauen ist natürlich immer wieder, dass man drauf aufpasst, wie man verbaut. Ich habe schon etliches gehört, also es gibt auch Kollegen, die vermarkten das mit einem ganz tollen Angebot für 5,99, 6,99, 7,99, kabelloses Verlegen und weiß der Teufel was. Und also das Schlimmste, was ich bis jetzt gehabt habe, ist, dass dann letztlich das Kabel oben auf dem Dach rausgeführt worden ist mit einem Kabelkanal und wieder im Hängeschrank reingebohrt worden ist. Um Gottes Willen, totaler Schwachsinn. Also so verbaut man kein Maxvan, Leute. Und da muss man auch mal klipp und klar sagen, passt auf vor solche Angebote. Wir können sowas nicht mit Angebote machen, weil ich sage ganz ehrlich, es dauert seine Zeit. Wir müssen nämlich hier durch die Isolierung durch uns einen Weg suchen zum nächsten Stromplatz, sage ich jetzt mal. Also das heißt, in dem Fall haben wir hier hinten einen Kabelkanal gefunden. Wenn wir hier aufmachen, haben wir hier hinten eine 12-Volt-Verteilung. Hier ging es jetzt einigermaßen. Somit konnte man hier relativ gut dahinter. Aber man muss natürlich hier relativ gerade sich durcharbeiten und da hinten dann dementsprechend das Kabel rausziehen und dann das Ganze anschließen, runterlegen im Kabelkanal, weil letztlich haben wir hier unten erst unter der Küche ein 12-Volt-Signal gefunden, wo wir dann hier nutzen konnten. Und das muss alles sauber, ordentlich gemacht werden und da gehen Stunden drauf. Und da kann ich nicht einfach sagen, für 5,99, wenn der Maxvan schon 400 Euro, 420 Euro kostet oder sowas, werde ich das verbauen. Nein, so einen Push mache ich nicht. Weil ich weiß ganz genau, dass dann der Kunde wieder hier am Hof steht, weil nichts funktioniert oder weil es mangelhaft verbaut ist oder weil es reinregnet oder reintropft. Also so einen Schwachsinn fangen wir nicht an. Wenn, dann wird es ordentlich und sauber gemacht. Und dann brauche ich eben diese Zeit, das geht anders nicht. Was haben wir hier noch bei dem Fahrzeug gemacht? Hier einen
Gaswanne verbaut. Ups, ihr seht ihn. Von dem bin ich ganz begeistert. Trigaswanne, also das ist wirklich ein meistverkaufter oder sehr oft verkaufter Artikel. Funktioniert tadellos, also echt eine tolle Geschichte. Und ja, kann nur sagen, funktioniert tadellos. Kann man auch gleichzeitig so ein bisschen als Nachtlicht benutzen. Finde ich auch top, wenn man mal nachts raus muss. Überhaupt kein Problem. Was haben wir noch gemacht bei dem Auto? Dazu müssen wir mal kurz raus. Oh, ups. Und zwar hier vorne. Ups, haben wir einen voilà, Rapid verbaut. Der Kunde hatte hier noch keinen Rapid drin, da haben wir einen Rapid verbaut. Und für was ist der? Ganz einfach, die Starterbatterie da drüben drin, wenn der Radio über die Starterbatterie läuft oder wenn, keine Ahnung, man vergisst Licht zu bringen oder sie schwächelt einfach ein bisschen, dann sorgt der Rapid dafür, dass er immer gleichmäßig Strom dahin schiebt. Man kann hier auf den Knopf drücken, dann leuchtet das grüne Licht. Und zack, geht es wieder aus. Das heißt, die Starterbatterie ist voll, hat ihre 12,8 Volt und ansonsten alles gut. Und somit hat man hier immer ein Signal, was safe ist, wo man dementsprechend sauber verwerten kann und ist immer sicher, dass man wieder vom Campingplatz auch wegkommt. Tolle Geschichte, muss ich wirklich sagen. Also ich möchte auch bei mir den nicht mehr missen. Ja, und das war es schon bei dem Fahrzeug. Gar nicht so spektakulär, aber dennoch ein schöner kleiner Umbau. Jetzt schauen wir mal zum nächsten. Ist übrigens ein sehr schönes Auto von der Firma Malibu. Also echt schönes Auto, schön klein, schnuckelig, macht richtig was her. Also, schauen wir mal. So, jetzt sind wir beim nächsten Fahrzeug. Das kennt ihr vielleicht schon. Ich weiß nicht, ob ihr euch an das Auto noch erinnern könnt. Da haben wir mal ein ganz großes Video gemacht, auch über die Solaranlage am Dach. Da gehen wir dann gleich nochmal hoch. Aber ja, ich drehe jetzt mal ganz vorsichtig die Kamera hier in dem Bereich und ich glaube, hier kann man schon gut erkennen, was hier das Problem ist oder was hier Sache ist. Also hier sind 25 Millionen Kabel in einer Art und Weise verlegt und verkabelt, wo ich wirklich sagen muss, mei, oh mei, oh mei, oh mei. Es geht jetzt nicht darum, wer das gemacht hat, das spielt da gar keine Rolle und das ist auch gar nicht schimpfen. Nur man muss einfach, wenn man sowas verbaut, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Man muss doch ein bisschen eine Ordnung hier reinkriegen. So ein bisschen, so eine leichte Ordnung. Hier, wenn mal was kaputt ist, hier sucht sich ja selbst der das gemacht hat, er sucht sich ja zu Tode. Also das ist ja Katastrophe. Also meine Mitarbeiter sind jetzt hier nur dran, das alles auseinander zu klappustern, das einzeln durchzumessen, hier irgendwie eine grobe Richtlinie und Ordnung reinzubasteln. Ich muss jetzt auch sagen basteln, weil das ist jetzt alles nur noch gebastelt, dass wir das halbwegs funktionstechnisch noch auf die Reihe kriegen, damit auch wirklich alles funktioniert. Das Auto ist wirklich Wahnsinn. Und ja, da muss man wirklich schon fast von vorn anfangen. Allein schon mal die Tatsache. Hier haben wir einen Gasbackofen. Direkt drüber ist das Fach. Hier haben wir das Abgasrohr von diesem Gasbackofen. Also ich kenne es von anderen Autos mit Backöfen. Dann muss hier mit großem Abstand um dieses Rohr rum gearbeitet werden. Weil die ganzen Kabel hier, die dürfen hier an dem Rohr ja gar nicht anliegen. Das wird ja warm. Also das allein ist ja schon Tatsache. Wenn ich den Gasbackofen hier auf 200 Grad stelle, was meint ihr, wie heiß das Rohr wird? Also allein das geht schon nicht. Das ist dann schon das Erste. Das Zweite ist, nirgends Kabelschutz rum. Nichts sortiert in Kabelkanälen. Also Katastrophe. Wir machen das jetzt alles neu. Wir versuchen das alles sauber und ordentlich hinzukriegen, damit wieder alles funktioniert. Hier kommt dann noch der Zabo rein, weil der ist ja hier schon verbaut. Damit wir dann auch dementsprechend einen richtigen Anschluss haben, müssen wir auch hier die ganzen Kabel neu sortieren und den Zabo an der Ort und Stelle hinbauen, wo er dann auch erreichbar ist, damit man da auch mal rankommt an das Teil, weil das war ja so da reingeschustert. Also
Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Also manche, sag ich mal, sollten lieber dann umschulen oder lieber was anders machen. Ja, das wird hier jedenfalls alles nagelneu verdrahtet und verbaut, um dass dann hier entsprechend alles wieder sauber und ordentlich funktioniert. Dann gehen wir mal aufs Dach. Oder bevor wir aufs Dach gehen, muss mal hier raus, haben wir ja hier in den Fächern schon aufgeräumt. Da haben wir ja schon etliches verändert, weil hier haben wir eine Liontron verbaut, oder die wurde ja damals verbaut. Bitte nicht wundern, hier hängt jetzt alles ein bisschen lieblos rum. Warum? Weil diese Liontron ist leider kaputt. Die ist ja abgekackt. Nach nur sage und schreibe 60 Ladezyklen hat sie uns verlassen. Also müssen wir jetzt hier eine neue reinmachen. Kein Problem. Wir haben das mit Liontron geklärt. Die neue ist unterwegs. Also wir gucken jetzt, dass wir hier dann noch die Kuh vom Eis kriegen und dementsprechend was Neues reinbauen. Und dann muss auch hier das Fach neu sortiert werden, weil schaut auch hier rein, wie das ausschaut. Also da werden wir nicht viel ändern. Da kann ich ja gar nicht mehr viel ändern, weil wenn ich da anfange, dann das wird der Fass ohne Boden. Also das geht gar nicht. Aber wir werden das wieder einigermaßen so hingehen, dass das alles safe ist, damit das alles passt. Den Booster hatten ja wir schon verbaut, weil wir mussten ja auch zusätzlich neue Kabel einziehen. Also das ist normalerweise nicht unser Standard, dass wir Doppelkabel legen. Aber es blieb uns nichts anderes übrig, weil bei einem 3000 Watt Wechselrichter war hier nur ein 50 Quadrat Kabel verlegt. Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, der Wechselrichter sitzt hinter dieser Klappe, da unten ist eine Klappe, da sitzt der Wechselrichter drin. Also 1 Meter, 2 Meter rüber, und bei 3000 Watt war ein 50 Quadrat Kabel verlegt. Also sorry, oh, ja. Ich habe mich damals schon aufgeregt, aber ich muss mich wieder aufregen, aber ist egal. Dann haben wir die Kabel neu aufgelegt, damit das alles ein bisschen sauberer ausschaut. Haben noch gerettet, was zu retten war, damit es richtig funktioniert und richtig angeklemmt, weil auch die Klemmweise war in dem Fall falsch. Falsch in dem Sinn, man kann ja auf zwei verschiedenen Arten die Batterien verklemmen. Und zwar gibt es da einmal eine sternartige Verklemmung und eine Parallelverklemmung. Aber das habe ich auch schon mal gezeigt. Und das war eine sternartige Verklemmung, aber da waren die Kabel nicht gleich lang, weil das funktioniert halt wirklich nur, wenn die Kabel auch von beiden Batterien exakt gleich lang sind. Ansonsten funktioniert es nicht. Ja, und dann hat derjenige, der hier die Batterien eingebaut hat, hier meine Lieblingsbefestigung genommen. Also warum ich diese Befestigung nicht möchte oder warum ich die in meinem Geschäft nicht verbaue und warum das bei uns schon fast ein fristloser Kündigungsgrund ist, wenn jemand diese Dinger hier bei mir verbaut, ist ganz einfach das hier. Seht ihr? Die hat immer noch Bewegung. Also, schaut. Die hat einfach Bewegung. Und du kriegst diese Scheißbatterie mit diesen Bändern nie fest. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Selbst wenn sie beim Anzorn fest ist, wird sie danach wieder locker sein. Weil durch Vibrationen und diesen Verschlüssen und dieses Nylonband immer nachgeben wird. Das ist keine Batteriebefestigung. Das ist einfach nicht so. Da kann mir jemand sagen, was er will. Wenn ich eine Batterie verbaue, kommt da was anderes rein. Und nicht so ein Scheiß. Wenn ich hier sehe, hier unten, also das kommt ja auch noch dazu, wenn wir hier mal gucken, hier haben wir durchs Nylonband, also haben im Prinzip das Nylonband hier auch noch verletzt, indem wir hier Schrauben reinmachen und muttern und dann das Ganze um die Batterie wickeln und das soll dann halten. Leute, 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 ohne Worte, das ist alles zu schade, sich da aufzuregen. Ja, was soll man sagen? Regen wir uns weiter auf und schauen mal kurz aufs Dach. So, jetzt sind wir auf dem Dach. Vielleicht erkennt ihr jetzt das Fahrzeug auch wieder. Das war das Fahrzeug, wo diese Platten hier in einem Verbund miteinander an Winkeln verschraubt waren, sodass man eine einzelne Platte
überhaupt nicht wirklich lösen konnte. Also wenn eine Platte kaputt gewesen wäre, keine Chance, hätte man nie mehr austauschen können. Das Video habe ich ja mal gemacht, weil man so einfach nicht verbaut. Wir haben jetzt das Ganze neu gemacht, wir haben alle Platten runtergemacht, haben jetzt alle Platten einzeln miteinander verbaut. Das heißt, alle haben einzelne Schrauben bekommen, das heißt, man kann jederzeit die Platte einzeln wieder runterbauen, wenn sie mal defekt ist, überhaupt kein Problem, und kann dann entsprechend austauschen. Das ist schon mal das Erste. Zum Nächsten haben wir die Platten nicht direkt miteinander verbunden, sodass die Stecker alle unter der Platte liegen und man nie mehr hinkommt, sondern wir haben jetzt von jeder Platte ein String, ein Kabel rübergezogen, komplett hierher, sodass wir hier jetzt alle 6 Solarleitungen haben. Und nun führen wir die zusammen und verschließen die und machen die neu und teilen die auf in 2 Dachdurchführungen. Einmal hier und einmal hier. Hier liegen jetzt ein paar Kabel drin, dann müssen wir sauber da nur drum rumbohren, damit wir hier nichts verletzen. Und dann kommt hier nur Dachdurchführung rein. Dann wird es sauber und ordentlich geprimed, geschliffen, geprimed und verklebt. Genauso wird dann sauber und ordentlich hier der obere Deckel verschlossen. Ganz wichtig, dass hier die Gummidichtung drin ist, damit das Ganze dann auch wasserdicht ist. Die gleiche Dose war hier schon mal verbaut. Das ist die Dose, die wir runtergemacht haben. Also, ja, mir ist dazu nichts eingefallen. Also, dazu kann dann einfach nichts mehr einfallen. Es ist mir gnadenlos peinlich, wie man sowas verbauen kann. Es sind bei jeder Dose genügend solche richtigen Verschraubungen dabei. Hier wurde keine einzige genutzt, sondern ellenlanges Sieger. Ganz, ganz verrückt. Also alles hier mit Sieger vollgeschmiert. Und dann zu guter Letzt haben wir die Dose aufgemacht. Innen drin haben wir Bilder, war alles nass. War schon das Wasser drin gestanden. Hat mich nicht gewundert, also weil muss einfach das Wasser drin stehen, weil hier kriege ich nie eine hundertprozentige Dichtigkeit hin. Das funktioniert einfach nicht. Und nicht viel hilft viel. Es schaut einfach fürchterlich scheiße aus. Und noch dazu hilft es nichts, weil ich kann hier mit der Hand, Sieger, seht ihr ja hier schon, abziehen. Das hält nicht einmal richtig. Kann auch gar nicht richtig halten und da hilft es auch nicht, dass die Kabel an der Stelle geprimert waren. Das ist totaler Rotz. Da hat einmal hat man hingelangt und dann ist dann das ganze Zeug schon entgegengeflogen. Ja, so verbaut man nicht. Einfach so verbaut man nicht. Leute, das geht gar nicht. Das ist absolutes No-Go. Grob fahrlässig will ich gar nicht sagen, aber es geht so einfach nicht. Wir machen jetzt das Ganze eben neu, ziehen das alles neu auf. Jetzt hat allerdings der Kunde eine Platte weniger, weil wir hier nur einen Maxwell eingebaut haben, der vorher nicht da war. Den wollte er unbedingt haben. Dann hat er wieder seine 6 Platten drauf, also 600 Watt statt 700. Aber ich glaube, wenn die 700 funktionieren, oder die 600 funktionieren, ist es besser wie die 700 vorher, die nicht funktioniert haben. Weil bei 700 Watt, wir haben es nachgemessen, sind selbst bei Sonneneinstrahlung gerade mal 3-4 Ampere runterkommen. Also da hat definitiv irgendeine Verbindung nicht hingehaut. Ja, war ja alles schön sauber mit den Solarsteckern, mit diesen, wie heißen schnell wieder, mit den, ich glaube, C4-Stecker verbunden, alle miteinander. Kann man ja tun. Wenn man sowas macht, sage ich jetzt einfach mal, machen wir auch, weil es gibt Flexi-Module, wo auch diese Stecker dran sind und da habe ich dann natürlich auch ein Gewährleistungsproblem, weil natürlich dann der eine oder andere sagt, wenn ich die abschneide, Gewährleistung weg, also kann man natürlich auch diese Stecker nutzen. Qualitativ anständige Stecker, Punkt 1. Punkt 2, müssen die Stecker zugänglich sein. Und wenn man danach die Solaranlage gewissenhaft prüft
und die Stecker alle Kontakt haben. Und ich kann auch mal, wenn ein Stecker Probleme macht, an den Stecker ran und dementsprechend lösen, korrigieren und wieder, dann ist das ja alles okay. Aber in dem Fall hat man ja nicht einmal mehr an den Stecker rangekonnt. Und hier die siebte Platte, die noch oben war, die hat hier eh so einen fürchterlichen Knick gehabt. Da wissen wir eh nicht, ob die noch sauber funktioniert. Darum haben wir die auch weggelassen mit dem Knick, damit da auch wirklich nichts mehr passieren kann und dann dementsprechend Power auch vom Dach kommt, damit der Kunde hier wirklich Spaß hat. Weil das ist jetzt unser Ziel, dass der Kunde, wenn er das Fahrzeug bei uns abholt, und ich hoffe, dass wir das bis Ende der Woche hinkriegen, auch wirklich Spaß hat mit dem Fahrzeug. Das ist ganz wichtig, weil drum kaufen wir uns ja solche Wohnmobile, damit es Spaß macht. Unter anderem haben wir hier noch ein Geräuschproblem. Da wissen wir noch nicht ganz genau, wie wir es lösen. Auch das finde ich vom Hersteller immer so ein bisschen mies gelöst, dass wir hier die Wasserpumpe direkt auf den Tank schrauben. Ist natürlich immer problematisch, weil wir hier natürlich immer vibrieren im Tank, wenn der nur halb voll ist, immer so ein Geräusch auslösen. Aber auch dafür werden wir das ein oder andere oder die ein oder andere Lösung finden und dass das ein bisschen besser eingedämmt ist. Ja, das war mal wieder so ein kleiner Ausschnitt aus unserer Werkstatt, mit was wir tagtäglich zu tun haben, mit was wir uns abkämpfen, was wir zu bewerkstelligen haben, wo wir wirklich immer alles geben, damit wir das auch sauber und ordentlich hinkriegen. Leider ist das Fahrzeug, was da steht, ziemlich verbaut und steht auch schon sehr lange hier bei uns, weil der Kunde natürlich versucht hat, hier ein bisschen was noch wieder zu bekommen, beziehungsweise mit dem, der da zugange war, ein bisschen was zu regeln. Aber letztlich weiß ich ja gar nicht, wie das ausgeht, aber egal. Wichtig ist, dass wir jetzt das Fahrzeug in einen Zustand bringen, dass der Kunde endlich wieder Spaß damit hat und wirklich fahren kann. Das ist ganz wichtig und ich kann euch nur immer wieder empfehlen und auch sensibilisieren dafür, wenn ihr ein Fahrzeug wo habt, euch Einbauten machen lasst und auch entsprechend Neufahrzeuge vom Händler entgegennehmt, lasst euch alles vorführen. Lasst euch die Geräte vorführen. Ich höre es immer wieder, Übergaben werden relativ halbherzig gemacht. Das heißt, da hast du deinen Autoschlüssel, guck schnell, ob alles passt. Hauptsache, du bist schnell wieder vom Hof. Es hat eh keiner Zeit. Dann redet man sich aktuell raus durch die Pandemie. Dürf nur eine Stunde, dürf nur maximal so und so lang. Seid mir bitte nicht böse, alles Quatsch. Wenn ich ein Fahrzeug übergebe, ist mir das egal, ob ich eine Pandemie habe oder nicht. Dann kann ich das Fahrzeug aus dem Freien übergeben. Da ist frische Luft, da kann man dann auch länger wie eine Stunde miteinander arbeiten. Man muss dem Kunden Zeit geben, dass er sich das Auto anschaut, dass die Funktion von allen Teilen anständig geprüft wird, anständig durchgemessen wird, anständig gezeigt wird, wie was funktioniert. Sicherlich, Menschen machen mal Fehler, man vergisst mal was, kein Thema, aber so Grobfahrlässigkeiten, dass gewisse Teile überhaupt gar nicht angesprochen werden, überhaupt gar nicht, das geht nicht. Drum immer drauf bestehen, ihr gebt einen Haufen Geld aus für das Ganze und da sollte man dann schon auch mal energisch drauf pochen, du, wie geht das, zeig mir das mal, funktioniert das? Wir haben jetzt neu bei uns eingeführt, auch aktuell akribische Abnahmeprotokolle, wo wir führen, damit auch entsprechend wirklich alles funktionell ist und alles geprüft ist. Und man kann natürlich immer nur an sich selber arbeiten, damit sowas einfach nicht passiert. Ja, ich sage ganz lieben Dank fürs Zuschauen, ganz lieben Dank für eure Zeit. Natürlich freue ich mich wieder über anregende Kommentare von euch. Wie seht ihr das? Was ist bei euch so passiert? Was habt ihr erlebt? Anregende Diskussionen sind immer, sage jetzt einfach mal, wichtig. Erfahrungsaustausch ist wichtig und darauf freue ich mich. Haut ruhig rein in die Kommentare, ist auch für mich immer wichtig. Auch ich lerne jeden Tag dazu
Und natürlich freue ich mich über einen Daumen nach oben sowie über ein Abo von euch, damit ihr hier auf dem Kanal nichts verpasst. Wir werden immer aktuell neue Dinge bringen, immer was Neues, immer was vorantreiben, immer neue Sachen testen. Da sind wir richtig aggressiv gut dabei, da freuen wir uns drauf. Und jetzt wünsche ich euch nur noch einen wunderschönen Abend. Bleibt gesund, passt auf euch auf und ganz lieben Dank. Schöne Grüße aus Dinkelsbühl. Ciao, ciao.